Willkommen bei Gerrits Modellbau-Blog. Ich habe heute für euch ein kleines Unboxing und zwar einen Scale-Crawler im Maßstab 1:35 von Orlando Hunter. Das Kit, also der Bausatz, nennt sich OH35B01, kommt aus dem fernen Osten und ist, wie gesagt, im Maßstab 1:35, Länge von 170 mm, Höhe 63 mm, Spurbreite 70 mm und ein Radstand von 116 mm. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich zeige euch das mal. Aber vorher möchte ich euch noch die Rückseite zeigen von dem Ding. Die vordere Seite ist schon ein bisschen mitgenommen. Hier sieht man das Ganze nochmal in Weiß. Die Karo ist auch in Weiß. Man muss sie natürlich selber lackieren. Aber sonst ist eigentlich alles dabei, was man braucht. Dann schauen wir mal rein in das gute Ding. Da kommt dann schon die Anleitung entgegen. Die Anleitung vom Scale-Crawler ist komplett in Chinesisch oder Japanisch, was auch immer, kann ich nicht entziffern. Aber wer schon mal einen Bausatz zusammengebaut hat, weiß, dass die Bilder reichen. Und die Bauanleitung ist an für sich sehr detailliert beschrieben. Hier sieht man gerade, wie die Achse zusammengebaut wird mit dem Differentialgetriebe. Schaut dem Ganzen ziemlich ähnlich von anderen Scale-Crawlern, nur halt ein bisschen kleiner oder wesentlich kleiner. Seht ihr dann auch später dann, und wie ihr seht, also auch vorne der Servo sitzt auf der Vorderachse mit Lenkgestänge, so wie wir es von größeren Modellen kennen. Aber alles sehr detailliert beschrieben, der Unterbau, das Chassis, das Verteilergetriebe mit dem Getriebemotor, den kennen wir vielleicht von unseren Winden. Von der Größe her kommt das ja ähnlich, wird dort hinten verbaut, über Verteilergetriebe verteilt und auf die Vorder- und Hinterachse. Ist ja wie gesagt ein 4x4, also ich finde die Anleitung ist recht toll. Hier ist dann die Karosserie, der Zusammenbau, es ist auch eine Lichteinheit dabei, also, und wenn ihr seht, wenn das Ding fertig ist, schaut das sicher genial aus und ich bin schon gespannt, wie sich das Ding gefährt. So, jetzt schauen wir mal weiter, was in der Schachtel alles drinnen ist. Und auch die letzte Seite. So, da leuchtet uns schon die Karosserie entgegen. So, dann schauen wir uns mal die Karosserie im Detail an. Ist sehr gut verarbeitet, greift sich gut an, kennen wir vom Material, vom Anfühlen her ähnlich wie die ganzen Damia Haarplastikkarosserien, sehr sauber gearbeitet. So, jetzt schauen wir rein, da haben wir jetzt dann die Scheibe, den Scheibeneinsatz für die vordere Karosserie. Was haben wir dann als nächstes? Okay, hinten die Ladefläche für den Ford Raptor, für den Ford F-150. Man sieht ja auch schon die Vorbereitungen für die Scheinwerfereinsätze. LEDs sind wie gesagt dabei, so viel habe ich schon gesehen. Das Ganze wird dann hier so fixiert und natürlich müssen wir es noch lackieren. Aber ich finde, das schaut cool aus. Echt. So, jetzt einmal Größenvergleich. Mein Nokia Lumia 1020, damit ihr ungefähr schon seht, wie groß das ganze Ding ist. Also, der Begriff Cellphone Size Rock Crawler kommt nicht von ungefähr daher. So, das war der Beutel E, mit, also die Karosserieteile, packen wir das Ganze schnell wieder ein. Man muss sie wieder nachher finden beim Zusammenbauen. Ich möchte auch das ein bisschen diesmal beim Bauen mitfilmen, schauen wir, ob ich es diesmal schaffe. Mit meiner Zeit ist es momentan ein bisschen begrenzt, was meine Freizeit betrifft, aber schauen wir mal. So, das nächste Teil ist das Chassis vom Orlando Hunter Scale Crawler, ist aus Kunststoff, ähnlich wie beim Damia CC01, ist auch grundsätzlich ähnlich aufgebaut. So, das Teil bin ich raus, aber jetzt hole ich noch schneller Papier zum Unterlegen, damit ihr das besser seht. So, da, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, greift sich sehr stabil an. Da werden die ganzen Getriebe, Motor, Aufhängungen und so weiter verbaut und kommt dann praktisch unterhalb rein. Als Bodenplatte, Chassis, wie ihr das benennen wollt. Wie auch hier wieder sehr gute Qualität. Als nächstes haben wir dann hier das Verteilergetriebe, was vorne eingesetzt wird. Die kleinen Zahnrädchen, kann ich schwer sagen, muss ich dann nachher schauen, mal ausbauen, aber ich vermute, die sind aus Kunststoff, Metall, schaut Metall aus, ja. Und so, dann haben wir hier noch kleine Mini-Kugellager. So kleine habe ich noch nie gesehen bis jetzt, aber gibt immer ein erstes Mal. Dann haben wir noch, ja, ist ein Teil für vorne noch zum Unterbau, zum Anschrauben.
vom Chassis kleine Kugelkopfschrauben sind das. Ja, winzige Kamera kriegt das gar nicht scharf gestellt. So, das war der Beutel C. Sorry, dass ich nicht alphabetisch angefangen habe, sondern habe einfach gegriffen, was mir in die Hände kommt. So, das packen wir jetzt wieder schnell ein. Da wird man es auch finden. So, da gehen wir zum nächsten Teil. Ah, die Riesenreifen. Schnappen wir uns da. Schauen wir mal, ob wir es erkennen können. Die sind ja wirklich riesig. Das ist Beutel F. Okay, sehe schon, da erkennt man nicht wirklich was. Das muss ich auspacken. Dann schauen wir mal rein in die Dinger. So. Okay, es gibt sogar Schaumstoffeinlagen, jawohl. Wirklich, weil es so winzig. Cool. Gefällt mir. Freue mich schon aufs Zusammenbauen. Die Reifen. So, ich hol da mal so einen Reifen raus. Ziemlich weich. Greift sich gut an. Vom Profil her, na, jetzt kann man ja kein riesiges Profil erwarten. Der Versuch, vielleicht können Sie, kann ich scharf stellen. Aber ist, ja, weiß nicht, die Mini-Z-Reifen waren größer vom Gefühl her. Na, rollt mehr runter. So, die Reifen haben wir uns angeschaut. Jetzt schauen wir uns noch die Felgen an. Ich mache dann auch noch schönere Fotos von, also Detailaufnahmen von den ganzen Dingen, weil die GoPro kommt ja mit dem nicht wirklich gut damit zurecht, das Ganze scharf zu stellen. So, dann haben wir das nächste Teil her, das ist das Sackerl A. Sieh schon, da sind die Achsschalen drinnen. Haben wir mal was raus. Recht winzig, haben wir, weiß ich, war das besser wie auf Schwarz. So. Okay, oh, die winzigen Achsschalen, herrlich. Mit dem Antriebsstrang raus. Ja, tut mir leid für die Bilder mit der GoPro. Die kommt nicht zurecht zum Scharfstellen. Ich habe die andere Kamera nicht bei Hand gehabt. Oh, die Anlenkung vorne, Lenkkabel. Winzig. Ja. Mein Finger ist wesentlich größer wie der Lenkkabel. Dann haben wir hier noch die Verteilergetriebe hinten, oder sagen wir mal, das Differential. Antrieb ist aus Metall auch. Kugellager, Beilagscheiben. Das sind die Antriebswellen, die Hunds- oder Hundsknochen oder Knochen, wie man dazu sagt. Für die Anlenkung für hinten. Schaut sehr stabil aus. Dann habe ich hier noch einmal den C-Hub von hinten. Vielleicht seht ihr das auf Gelb besser. Auch winzig. Ich bin schon gespannt, wie das Ganze von der Haltbarkeit ist. So, aber da packt man das Ganze jetzt wieder ein. Mit in die Tüte. Alles nach der Reihe. So, als letztes haben wir noch das Backerl D mit den, was ich viel gesehen habe, mit den Kardanwellen drinnen. Also, wie ihr das erkennen könnt, ich versuche es mal auf Gelb. Aber ich werde das, glaube ich, auspacken, damit wir das besser erkennen können. So, hier haben wir dann die, sieht man schon ein bisschen besser, die Antriebswellen oder Kardanwellen. Schaut sehr cool aus. So wie bei jedem Bausatz ist auch hier Werkzeug dabei. Hier haben wir ein kleines Döschen mit Fett für die ganzen drehenden Teile. Dann ist natürlich ein sehr kleiner Kreuzschraubenzieher und ein Schlitzschraubenzieher dabei. Hätte ich auch gehabt, aber weiß nicht jeder. Dann haben wir da drinnen die, oh, da haben wir dann im Beutel X ist also das ganze Werkzeug drinnen. Das eine, was kann das sein? Ah, das ist der Bohreinsatz. Und das andere ist, ah, ich sehe schon, für die Muttern zum Anziehen. Cool, cooles Werkzeug. So, zum Schluss haben wir jetzt noch den Elektronikbeutel. Da sind drinnen der Fahrtenregler, der Servo, der Motor. Schauen wir uns den jetzt an. Da haben wir mal den riesen Servo. Ups. Ich, wie gesagt, ich mache auch einen Vergleich zum großen Servo. Schaut einfach am Blog vorbei, www.modellbarblog.at oder rc-modellbar-blog.com. Da gibt es noch mehrere Informationen, weitere Bilder und so weiter, wo ihr dann detailliert informieren könnt. Die Kamera schafft es eh nicht scharf zu stellen. Da haben wir jetzt den Motor. Kennt den ähnlichen Motoren aus meiner Seilwinde.
Vorteil ist, man kann das Ganze dann auch relativ günstig austauschen. Meine Teile habe ich sogar jede Menge zu Hause liegen. So, das sind die LEDs, die man für die Beleuchtung, wie gesagt, ist alles dabei, Kabel, aber das ersparen wir jetzt auszupacken. Ja, vielleicht erkennt ihr das, aber gesagt, die detaillierten Bilder gibt es dann eh auf meinem Modellbau-Blog. Da schaut es doch vorbei, bitte. Zum Schluss haben wir noch den Fahrtenregler mit Anschluss für Lipo, Servo, Lichteinheit, eben wie gewohnt, nur halt ein bisschen kleiner, dass es mich mal die Kamera scharf kriegt. So, das war's dann auch schon mit meinem Unboxing. Haben wir nochmal das feine Schächtelchen vom Telephone Size Rockcrawler von Orlando Hunter. Schaut vorbei auf meinem Modellbau-Blog www.modellbaublog.at. Da gibt es die detaillierte Beschreibung, nochmal die ganzen technischen Daten und auch detaillierte Fotos von mir und auch vom Hersteller, schöne Fotos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.